Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Paper Mario, The Origami King. Und jetzt geht es ab in Bowser, sein Thronsaal. Aber was hat es mit diesen komischen Fallschergen auf sich? Und wieso liegen hier Schnipsel von... Hey! Was soll das? Mario! Hilfe, Mario! Ich wurde entführt von einem finsteren Schlängeling. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber es hat einen griffigen Reifhand. Und es ist total unheimlich. Siehst du? Ich habe ja solche Angst, Mario. Hilfe! Geil. Wow. Erstmal einmal den Weg haben. Dass ich nicht so viel denken muss. So. Das ist ja eigentlich Pappe, ne? Ah, das ist doof. Okay, dann machen wir den doppelten Schaden. Und greifen es mit Feuer an. Ich weiß jetzt nicht, ob es effektiv ist oder nicht. Ich hoffe es einfach mal. Wundert mich aber, dass ich jetzt Origami... Ich wollte gerade sagen, dass ich die einsetzen kann, die macht, wenn sie gar nicht da ist. Okay, das heißt, er läuft da rum, rennt da runter. Das heißt doch am besten... So würde ich sagen. Vielleicht machen wir einen vierfachen Schaden. Ey. Das war doch assi von ihm. Was zur Hölle ist das für ein Teil? So, mal schauen, ob das funktioniert. Wieso nimmt das immer weg? Angriffsfelder direkt am Gegner werden weggeschnippt. Fernangriffe sind ebenfalls wirkungslos. Was tun? Am Angriff musst du nur ein wenig entfernt stehen. Das ist doch, ehrlich gesagt, ein bisschen, ja... Muss ein bisschen entfernt stehen. So, da geht's runter. Ein bisschen entfernt. Könnte das reichen? Oder sollte ich dann doch lieber... Wartet mal. Runter. Nee, es funktioniert nicht. Außer... Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Dann laufe ich da lang, bekomme mir da den Zweierschaden. Und der da muss weg. Zack, zack, da laufe ich rum und dann kann ich von da angreifen. Mal gucken, ob das funktioniert. Drei von zwei
zweitinnersten Ring aus an. So. Zweitinnersten. Super. Okay, es geht auch nicht. Also es muss anscheinend der Hammer sein. Oh Mann, das ist echt unfair. Okay, er läuft außen lang. Er läuft außen lang. Das heißt, zweitinnerster Ring. Das müsste ja dann so funktionieren. Dann kriegst du jetzt einen mit dem sagenhaften Hammer. Ah, der Wirbelgriff lockert sich. Ich sehe ja nichts, was du da machst, aber hör nicht auf damit. Ich hatte eigentlich geblockt, aber in Ordnung. So, hier läuft er wieder außen lang. Das kann ich so machen. So. Wow. Oh, sie ist frei. Ich bin wieder frei. Es war so schrecklich eng da drin und finster und der Geruch. Danke für die Rettung, Mario. So, und jetzt verpassen wir der abscheulichen Hand einen ordentlichen Denkzettel. Lauf zu einer der Faltkreise, schnell. Was ist denn jetzt los? Die Faltkreise sind ja gar keine Faltkreise mehr. Moment mal, genau betrachtet einmal die Faust. Zwei gestreckte Finger. Und einmal die flache Hand. Das kenne ich doch. Das ist doch ein ganz bekanntes Spiel. Ganz klar, das ist Faust, zwei Finger, flache Hand. Bitte. Es heißt anders? Schere, Stein, Papier? Ja, du hast recht. Das klingt wirklich etwas griffiger. Aber egal, wie es heißt. Jetzt klopfen wir diesen fiesen Greifer damit auf die Finger. Super, darf ich jetzt raten, oder was? Geil. Ist das jetzt eine Faust dann? Bist du Schere, Stein, Papier nach dem Gegner? Sind deine Angriffe stärker, doch blocken ist knifflig. Stehst du beim Spielen weiter weg, verursachst du weniger Schaden, dafür hältst du den Block leichter. Schere, Stein, Papier. Gut, Faltarme bereit. Jetzt spielen wir Schere, Stein, Papier. Schüttle den Controller. Beim letzten Wort Schnick, Schnack, Schnuck. Dann machen die Faltarme das Zeichen, auf dem du stehst. Fertig, also los. Komm. Diese Runde ging an dich. Spitze, Mario. Und damit ist auch klar, wie wir dem Ding denn das Handwerk legen. Schere, Stein, Papier, dann Schlag auf Schlag. Oh, und der hat sich nicht verteidigt. Da gehe ich in die Mitte und da gehe ich zu Schere. Ah, ich weiß nicht, ob ich die Schere nehmen will oder nicht doch Stein. Halt, wartet. Nämlich doch. Hm. Ah.
Komm, wir gehen ein bisschen näher ran. Hat. Unentschieden. Zu dumm, aber auch. Oh, täusche ich mich oder ist der Monster auf einmal größer? Wieso ist die größer geworden? Finde ich jetzt beängstigend. Ich nehme mal ein bisschen Hilfe von den Toads in Form von HP. Danke, das wollte ich haben, ehrlich. So, ja, der hat sich bisher immer dafür entschieden, deswegen... Aber vielleicht will er jetzt auch, dass ich genau das denke. Jetzt hat er wahrscheinlich entweder auch Papier oder... Okay. Schnick, schnack, schnuck. Oh oh. Wenn du mal verlierst, musst du wohl nach rechts den Controller heben, um dich vor den Angriffen zu schützen. Ja, schön. Das heißt, da nehme ich jetzt Stein. Eigentlich sieht er ja, was ich nehme, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Das gibt's nicht. Da gehe ich rum, 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 rum. Da geht's in die Mitte. Wartet. Dann gehe ich jetzt volles Risiko ein. Ja, das ist klar. Darum ging es mir jetzt aber gar nicht. Ich möchte so dicht wie möglich an die rankommen. Ha! Yes! Wäre doch gelacht gewesen. Das war einfach furchtbar. Ich hatte ja solche Angst. Zum Glück bist du sofort herbeigeeilt, um mich zu retten. Wie schon ganz oft zuvor. Ganz still habe ich mich verhalten, während du mit deinem Hammer zur Tat geschritten bist. Entschuldige, jetzt habe ich dich vor lauter Freude ganz voll geweint. Ich hoffe nur, deine Latzhose wird rasch wieder trocken. Aber irgendwie geht's mir jetzt besser. Komisch, vielleicht musste ich mich nur mal kräftig ausheulen. Lass uns die grüne Luftschlange suchen. Nicht mehr lange, dann sind wir bereit für meinen Bruder. Tun wir es für diese Schnipsel, die einmal Bowser Schergen waren. Machen wir sie stolz. Ja, moin. Und der nächste Boss, oder was? Oh, war ja. Die meinen jetzt nicht Boss an Boss, oder? Da ist es. Das Ende der grünen Luftschlange. Wir haben es geschafft bis ganz zum Schluss. Das ist die allerletzte Luftschlange. Ja, aber wie du auch gesehen hast, hängt da ein Bowser und, irgendetwas stimmt hier noch nicht hundertprozentig. Uns fehlt ein Faltarmkreis. Vorsicht! Bedankt euch bei mir. Das zweischneidige Schwert, die Schere. Elegant ausgewichen, Kompliment. Es wäre ja auch schade, wenn ich die Sache abgeschnitten hätte, ehe sie wirklich beginnt.
Hier, ich lasse euch mit meinen kleinen Lieblings spielen. Zeigt mir, wie viel Schneid ihr habt. Mario, ich habe Hunger. Lass mein Gesicht in Ruhe. Mario, Mario. Das sind ja... Hat die Schere dieses Ding aus den Gesichtern von Leuten gemacht? Ich kann gar nicht hinschauen. Wie furchtbar. Gefällt euch meine kleine Bastelei? Wundervoll. Ach, welch famoser Logenplatz. Bin schon gespannt, wer von euch am besten abschneidet. So. Ach so. Oh shit. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss hier den ganzen Boden damit anscheinend voll machen. Wow. Ach verdammt, wenn er mich erwischt, dann... Den raff ich nicht. Mario, ich bin's, Kamek. Dieses verschnipselte Ungetüm hat mir meine Zauberkräfte geschont. Setz sie gegen dich ein. Du liebe Zeit, das Monster bereitet einen mächtigen Zauberspruch vor. Kannst du nicht mein Gesicht von diesem Scheusal ablösen? Das würde es gewiss schwächen. Weich den Zauber aus und reiß mein Gesicht von ihm ab. Ganz gleich, wie albern das auch klingen mag. Tu es. Und ab mit ihm. Oh, nein. Es hat nicht funktioniert. Autsch. Wow, Mario. Komm, komm, komm. Oh, oh. Ah, oh Mann. Ach nö. Nein, 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 nein. Ich will noch einmal dran ziehen. Verdammt. Komm. Ist Kamek jetzt frei? Bravourös! Nun ist es nur noch ein einfaches, gewaltbesessenes, massives, mächtiges Megamonster. Kümmere dich rasch drum, ja? Oh oh. Ach so. Autsch, das war doof. Okay. So, jetzt ausweichen. Ach, ich krieg's nicht hin. Kann ich einen Pilz nehmen? Danke. Macht schon mal viel einfacher. Mario. Wow, wir haben es geschafft. Denk an die Schere. Bildet euch nichts ein. Jenen schlaffen Schnipsel fehlt einfach die nötige Grammatur. Doch falls ihr Stummköpfe denkt, ich würde euch verschonen, dann habt ihr euch geschnitten. Wow. Es geht gleich weiter in den nächsten Bosskampf.
Ungeschont kommt ihr mir hier nicht raus, damit das klar ist. Doch wir wollen nicht überall stürzen, oder? Vergnügen wir uns doch ein wenig, ehe ich euch zusammenstutze. Weil ich so großzügig bin, trete ich mit einem kleinen Handicap an. Passt auf. So, diese Hülle beschneidet meine Möglichkeit enorm. Nun sollte selbst ihr eine Chance haben. Solltet ihr doch im Laufe unseres Duells meine schöne Hülle zu sehr beschädigen, Verstöße gegen das sportliche Duellverhalten und Verstöße werden einschneidend bestraft. Kapiert? Nice. Würde jetzt gegebenenfalls so erstmal Sinn machen. Und so nochmal mehr, ne? Ja. Auf keinen Fall die Hülle zerstören. Angriffe stets gut gezielt anbringen. Ja, die Frage ist halt, brauche ich die Faltarme oder nicht? Oh oh. Ha, armselige Nan, ihr habt meine Hülle vernichtet. Ich hatte euch gewarnt. Haha. Meine Klingen sind frei. Sie dürsten nach frischen Fasern, getränkt von eurer Furcht. Alberner Zirat, fort damit. Je reiner und makelloser mein Schlachtfeld ist, desto besser. Au. Schnipp, schnapp, schnipp, Gefahr. Gleich kommt ein ultimativer Angriff, der glatt durchschnitt. Das habe ich schon fast befürchtet. Deswegen machen wir das mal so, so. Und so. Ob ich damit was reißen kann, ich weiß es nicht. Oh, der sagenhafte. Was? Beide sind kaputt. Oh nein, ihr seid am Ende. Dieser Angriff schneidet glatt durch jede Abwehr und nimmer wiedersehen. Das meint der ernst. Wow. Dann machen wir das im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Troout rein. Tschö, tschö.